Vielen Dank. Es wurde jetzt schon gesagt, worauf ich hinaus will in diesem Vortrag. Ich werde über Materialismus sprechen und da wieder über eine besondere Sorte Materialismus, die heute sehr einflussreich ist. Ich nenne das immer scientifischen Materialismus. Das ist also die Auffassung, dass wir, wenn wir die Naturwissenschaften akzeptieren, Materialisten sein sollten. Also dann ist angesichts dessen, was die Physiker und vor allem die Biologen rausbringen, der christliche Glaube etwas Irrationales, etwas so wie Astrologie. Ich meine, es gibt ja, beim Friseur sehe ich das immer, sonst lese ich keine solchen Zeitungen, solche Zeitschriften, aber da gibt es eine Astrologiespalte, die überlebt da als Subkultur, aber im Ernst glaubt ja niemand mehr dran. Und die heutigen Naturalisten und Materialisten glauben, dass das Christentum auch so eine Art Aberglaube ist, den man nicht mehr ernst nehmen kann, wenn man die Naturwissenschaften akzeptiert. Ich teile diese Meinung nicht und ich werde Ihnen Gründe angeben, warum diese Meinung ihrerseits irrational ist. Das heißt, die ist nicht aus der Naturwissenschaft abgeleitet. Ich kann aus der Naturwissenschaft weder für noch gegen die Existenz Gottes irgendwas ableiten. Naturwissenschaft bezieht sich auf andere empirische Fragen, die metaphysischen Fragen können von hierher nicht geklärt werden. Jetzt, wenn wir über Materialismus sprechen, muss ich eine Unterscheidung einführen. Es gibt nämlich einen theoretischen Begriff von Materialismus und einen praktischen. Den praktischen möchte ich hier nicht sprechen, es wäre ein anderes Thema. Der praktische Materialismus, den kennen Sie aus dem Alltag. Wenn jemand möglichst viel materielle Güter anhäuft, weil sie ihm Spaß macht, also wenn er ein großes Auto fährt, wenn er gern gut isst und trinkt, also hauptamtlich isst und trinkt, und wenn er also große Ferienreisen macht und ein tolles Haus haben will und die schönste Frau und so weiter und ausschließlich damit beschäftigt ist, dann nennen wir den einen Materialist. Der hat eine materialistische Gesinnung. Aber der kann trotzdem von der Existenz Gottes überzeugt sein. Es könnte sein, dass er sich so benimmt, aber denkt, irgendwann mal muss ich mich bekehren, sonst geht es irgendwann mal schief. Aber ich habe ja noch Zeit. Irgendwie so könnte der sich denken. Das heißt, er wäre theoretisch von der Existenz Gottes überzeugt, aber praktisch würde er sich anders verhalten. Und den umgekehrten Fall gibt es natürlich auch. Ich habe einen guten Freund in Zürich, wo ich wohne, und der glaubt nicht an Gott, der glaubt nicht, dass es Gott gibt, aber das ist ein ganz, ganz feiner Mensch, sozusagen Idealist. Der kümmert sich um andere, dass ich mir eine Scheibe abschneiden muss und mich immer frage, ob ich auch so einen guten Eindruck auf andere mache wie er. Also, wir handeln jetzt über theoretischen Materialismus und die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Und die These steht im Raum, dass die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, von der Naturwissenschaft her negativ entschieden werden kann. Und dem widerspreche ich entschieden. Es gibt eine Vorüberlegung, die Ihnen schon zeigen kann, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn Sie mal gucken, was Naturwissenschaftler für Überzeugungen haben, dann finden Sie alles. Sie finden Christen unter Naturwissenschaftler, Sie finden Buddhisten, Sie finden Atheisten, Sie finden Agnostiker, Sie finden Pantheisten, Sie finden schlechterdings alles. Und das zeigt ja schon, dass die Naturwissenschaft eine Weltanschauung nicht zwingend festlegt, sonst könnte das nicht der Fall sein. Also wenn die These wahr wäre, dass die Naturwissenschaft den Atheismus nahelegt zumindest, dann müssten alle Naturwissenschaftler Atheisten sein und davon kann keine Rede sein. Also da stimmt was nicht. Ich werde also bestreiten, dass sich die Frage nach Gott in der Naturwissenschaft entscheidet. Sie entscheidet sich natürlich in solchen Bereichen wie der Theodizee-Frage. Das berührt direkt unser Verhältnis zu Gott oder die Frage, ob es den überhaupt gibt. Und darauf möchte ich dann ganz am Schluss noch kurz eingehen. Nun wird es ein bisschen philosophisch. Also der Philosoph hat ein Riesenproblem. Er ist nämlich nicht sympathisch. Und zwar deshalb, weil er so abstrakt reflektiert, sodass die Leute sagen, ach, lass den machen, der wird dafür bezahlt und er schadet ja nicht viel, also lass ihn an der Universität da rumspinnen in seinen Seminaren, aber mich betrifft das nicht. Ich glaube, das wäre zu kurz geschlossen. Die Philosophie ist die Fähigkeit, sich über die höchsten Prinzipien des Handelns und des Denkens im Klaren zu werden. Und eine Klarheit des Kopfes ist was Gutes, gell? Also der Mensch hat nicht nur, das ist meine private Meinung, der Mensch hat nicht nur ein Herz, sondern auch ein Gehirn und er soll beides brauchen. Deshalb werde ich immer ganz wild, wenn ich irgendwo hinkomme, fange an,
Grundsatzfragen philosophischer Natur klären zu wollen. Und die Leute sagen, ach, das ist alles viel zu kompliziert, interessiert mich nichts, kommt darauf an, dass ich gut handle, ich habe es im Gefühl und damit basta. Nee, nee, das Denken ist so wie eine Karte. Können Sie sich vorstellen, wie eine grobe Karte von Europa. Wenn Sie eine große Reise machen, ist es nützlich zu wissen, wo die Alpen sind, wo der Ärmelkanal ist, weil Sie dann nämlich ein Schiff brauchen oder unten durchfahren müssen. Das heißt, um sich zu orientieren, brauchen Sie diese Grobkarte. Fahren müssen Sie selber. Das ist ein anderes Problem, gell? Also werde ich jetzt zunächst einmal in einer bestimmten Abstraktheit Prinzipien entfalten. Ich werde Ihnen zeigen, welche Prinzipien Sie als gültig unterstellen müssen, um ein Materialist zu sein. Und dann möchte ich zeigen, dass diese Prinzipien nicht wohl begründet sind. Ich habe, glaube ich, sehr viel zu dieser Literatur gelesen. Frau Peters, heißt sie Peters? Ja, Peters, hat das ja kurz angedeutet vorher. Gut, der Materialismus, der heute herrschend ist, beruht auf drei Prinzipien. Erstens, er unterstellt, dass alles, was existiert, auf einem letzten Fundament aufruht, materieller Natur. Also, ich zoome runter in den Kosmos und dann kommen immer kleinere Teilchen, immer ganz abstrusere Entitäten und zum Schluss komme ich an den Boden und da ist Schluss. Und darauf ruht alles auf. Das muss ein Materialist glauben, sonst hat ja seine Weltanschauung kein letztes Prinzip. Das ist das erste Prinzip. Das Zweite, was er unterstellen muss, ist das sogenannte Supervenienzprinzip. Das betrifft die Statik des Universums und die verschiedenen Hierarchieebenen. Also, sie sind aus Elementarteilchen zusammengesetzt, die setzen Atome zusammen, die setzen dann größere Atome, Moleküle, Makromoleküle, zum Schluss eine ganze Zelle zusammen und ihr Körper ist wieder aus vielen Zellen zusammengesetzt. Sie haben also verschiedene Hierarchiestufen. Und jetzt muss der Materialist natürlich behaupten, dass die unterste Stufe alles Übrige bestimmt. Also da oben in den höheren Stockwerken kommt nichts Neues hinzu. Das muss er zwingend so sagen, denn sonst könnte es sein, dass sich in den höheren Stufen etwas Geistiges artikuliert, was nicht aus der Materie stammt. Und das will er natürlich vermeiden. Also muss die Materie alles determinieren. Und das dritte Prinzip, was er unterstellen muss, ist das Prinzip von der kausalen Geschlossenheit der Welt. Das Prinzip sagt Folgendes. Wenn Sie einen Zustand haben, die Welt ist ja ein dynamisches Geschehen, Sie haben einen Zustand A und dann können Sie den materiell definieren, Sie können alle Parameter messen, dann kennen Sie die Naturgesetze und dann können Sie vorhersagen, wie der Zustand B eintreten wird, was da kommen wird. Also, alle materiellen Zustände sind mit Notwendigkeit verkoppelt. Die machen eine geschlossene Kette aus. Und wenn das so ist, wenn sich das erweisen würde, dann hieße es, dass geistige Wirkungen nicht kausal sein können in der Welt. Dann würde Gott selbst, wenn es ihn gäbe, in der Welt nichts ausrichten können. Wir haben ja heute Morgen schon darüber gesprochen. Die Naturgesetze sind so, dass auch Gott dran gebunden ist. Und in dem Fall wäre das so. Das sind die drei Prinzipien. Ich möchte das vielleicht mal kurz anzeichnen, also ich bin kein großer Maler, wirklich nicht, aber nur einfach, damit man es im Kopf hat, ich beherrsche das PowerPoint nicht, ich bin nicht in dem Alter, wo man das noch lernt, aber ich kann hier eine kleine Skizze machen. Also, Sie haben eine letzte materielle Basis. Auf der ruht alles auf. Das ist also so, wie ich hier auf dem Boden stehe. So gibt es auch in der Physik ein letztes Fundament. So, dann hat der Weltprozess zwei Aspekte, einen synchronen und einen diachronen. Also, in unserem Körper sind verschiedene Organisationsebenen übereinander geschachtelt. Und das Supervenienzprinzip sagt jetzt exakt, die Basis bestimmt den Überbau. Wenn hier unten die Elemente festgelegt sind, kann hier oben nichts mehr Neues passieren, sondern es ist eine reine Funktion der Basis. Das ist die Statik des Universums. Das ist Supervenienz, so heißt das Prinzip. Pervenienz. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn Sie den Begriff schon mal gehört haben, weil der kommt dauernd in der Diskussion vor. Gell? Und es klingt auch gut, wenn Sie das mal einfließen lassen. Gell? Und dann haben Sie noch die Dynamik des Universums wird beschrieben durch das Prinzip von der kausalen Geschlossenheit der Welt. Ich nenne das jetzt Kausalprinzip.
Jetzt ist die Behauptung, ich stimme überein, wenn diese Prinzipien alle begründet sind, ist der Materialismus wahr. Und ich würde auch umgekehrt sagen, jeder Materialist muss diese Prinzipien als gültig unterstellen. Das ist eigentlich ziemlich trivial. Jetzt ist die Frage, wie begründet sind diese Prinzipien und gibt es gute Gründe zu glauben, dass sie wahr sind? Denn wenn sie wahr sind, dann ist auch der Materialismus wahr und dann können sie die Kirche zumachen. Und das wollen ja auch manche, dass man die Kirchen zumacht. Ich komme also zum ersten Prinzip. Übrigens, ich möchte noch vorher was sagen. In ganz vielen Büchern, und leider gibt es auch bekannte Theologen, Namen werden nicht genannt, die auf das reinfallen, die das als gültig unterstellen. Das heißt, die übernehmen so eine materialistisch-naturalistische Philosophie und dann kommen sie hinterher noch so ein bisschen mit ihrem Jesus. Also das finde ich unerträglich. Ein bisschen Jesus gibt es nicht. Also nein, das gibt es wirklich nicht. Entweder die christliche Offenbarung ist wahr, dann bezieht sie sich auf alles. Dann ist das nicht so eine Enklave, die man so hinten noch anbauen kann, so fürs Gemüt oder so, sondern dann hat die christliche Schöpfungstheologie auch eine kosmologische Komponente und muss auch auf die Natur beziehbar sein und muss auch auf die Naturwissenschaft beziehbar sein. Und da gibt es dann Streit. Diesen Streit muss man aushalten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand irgendeine Weltanschauung begründen will, muss er nur behaupten, sie sei Folge einer Naturwissenschaft. Dann ist er gut dran. Das ist heute üblich. Also, das ist wie im Mittelalter. Wenn Sie im Mittelalter irgendetwas begründen wollten und durchsetzen wollten, mussten Sie sagen, das steht in der Bibel. Da in der Bibel nahezu alles steht, konnten sie für jede noch so abstruse Meinung eine Begründung angeben, weil das Vorurteil herrschend war, die Bibel hat Recht und keiner will natürlich der Bibel widersprechen. Und heute ist es so, keiner will der Naturwissenschaft widersprechen. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Also, wenn ich irgendetwas durchsetzen will, dann muss ich sagen, die Quantentheorie sagt. Und dann ziehen alle den Kopf ein, weil keiner Quantentheorie studiert hat und man natürlich Riesenachtung hat vor den tollen Physikern. Das ist ein Taschenspielertrick und das ist auch der Trick des Naturalismus heute. Sie kennen alle solche Sätze wie Liebe ist nichts als Chemie. Wow, das ist eine Frage der Hormone. Oder der Geist ist nichts als das Gehirn. Hören Sie heute permanent. Oder das Leben ist nichts als die Gene. Oder Sie können auch versuchen, eine spiritualistische Weltanschauung abzuleiten. Da gibt es dicke Bücher, die Einheit der Welt folgt aus der Quantentheorie. Da gibt es also Bücher, da steht nur Nonsens drin. Sie nehmen einfach eine oberflächlich verstandene Quantentheorie und rechtfertigen damit ihre Entscheidung, ihre weltanschauliche Entscheidung. Dann haben Sie gute Karten. Aber das lassen wir denen nicht durchgehen. Ich sage Ihnen das, weil bei vielen Dingen, wo Wissenschaft draufsteht, keine Wissenschaft drin ist. Und für Sie ist es ganz wichtig, diese Unterscheidungen zu lernen und nicht auf jeden Quatsch reinzufallen. Das ist in den Sinn der höheren Bildung in der Schule und dann auch später im Studium. Wir kommen also zum ersten Prinzip, die materielle Basis. Intuitiv scheint uns das so zu sein. Wir haben die Intuition, dass irgendwo die Materie ein fester Grund ist und das darauf alles aufbaut, so wie ein Turm auf dem Boden steht. Und wenn der Boden nicht fest ist, dann fällt der Turm um. Und so glauben wir, sei das auch in theoretischer Hinsicht. Jetzt ist es aber so, die Physiker, die forschen und entdecken immer Neues. Also es macht nicht den Eindruck, dass die irgendwann einmal zu einer Letztgegebenheit kommen und sagen, das ist es jetzt, darauf ruht alles und daraus lässt sich alles erklären. Denken Sie mal dran, was das Wort Atom heißt. Atomos ist das Unzerschneidbare, also das Unzerlegbare. Die Atome sollten ja etwas sein, was sozusagen den ganzen Weltprozess trägt. Und dann hat sich gezeigt, die Atome können wir zerlegen. Das sind gar keine Atome. In der Geschichte der Physik wurde x-mal behauptet, dass wir die letzte Ebene erreicht haben. Wir haben die letzte Wahrheit über die materielle Welt erreicht. Das war jedes Mal ein Irrtum. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass dieser Weltprozess jemals an ein Ende kommt. Ich denke da gern an die Mandelbrotmenge. Ihr habt vielleicht die Mandelbrotmenge schon mal in so einem Illustrierten oder irgendwo gesehen. Die kann man mit einer relativ einfachen Formel erzeugen. Und wenn man die dann grafisch darstellt und einfärbt, dann sieht es wunderschön aus. So tolle Formen, pflanzenhaft irgendwie durcheinander.
wuseln da. Und in dieser Mandelbrotmenge können Sie runtersummen, dann finden Sie selbstähnliche Gebilde. Das heißt, was Sie sehen, ist ein bisschen ähnlich zur höheren Stufe, aber doch wieder anders. Und das geht ewig weiter. Das heißt, der Prozess hat keinen Abschluss. Die Mandelbrotmenge hat keine letzte Struktur, auf der sie aufruht. Und ich denke mir manchmal, die Natur könnte eine Mandelbrotmenge sein. Das hat der Philosoph Leibniz hat das so gesehen. Der hat gesagt, die Monaden, also die realen Substanzen, die lassen sich immer weiter zerlegen, aber man kommt nie an ein Ende. Und ich glaube, dass der Forschungsprozess so verläuft. Der hat diese Struktur, dass wir immer neue Fragen stellen. Und es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Physik an ein Ende kommt. Heute gibt es wieder Physiker, die sagen, wir suchen die Weltformel, dann können wir alles erklären. Theory of everything. Der Steven Weinberg, ein Nobelpreisträger, der vertritt eine solche Auffassung und der sagt, wir haben jetzt vier fundamentale Kräfte. Gravitationskraft, elektromagnetische Kraft, dann zwei Kernkräfte, also zwei subatomare Kräfte, starke und schwache Wechselwirkung. Und jetzt suchen wir eine Formel, die alles zusammenfasst und dann können wir die ganze Welt ausrechnen. Dann kennen wir den Plan Gottes, wie Stephen Hawking sagt, dieser gelähmte Physiker. Der glaubt auch, dass wir irgendwann mal an ein Ende kommen mit unserer Forschung. Ich glaube, es gibt keine guten Gründe, so etwas anzunehmen. Jetzt finde ich ganz lustig und interessant, mal die Bücher zu lesen, die die besten Fachleute über die Ontologie der Physik schreiben. Also, welchen Realitätsbegriff hat die Physik eigentlich von der Natur? Wenn Sie so ein Buch lesen, der Philosoph Michael Esfeld hat seit neuestem bei Suhrkamp so einen ganz dicken Band herausgebracht. Und wenn Sie das lesen, dann merken Sie, dass keine zwei Physiker übereinstimmen. Die wissen gar nicht mehr, was allem zugrunde liegt. Woher kommt das? Das kommt daher, dass sie ganz abstrakte Kalküle haben. Die haben nichts mehr zu tun mit dem, was wir im Alltag erleben und sehen. Und sie sehen ihre Objekte nicht mehr. Hören Sie mal, Sie stören mich wirklich. Also wenn Sie mal kurz was zu Ihrer Nachbarin sagen, okay, aber Sie machen das jetzt seit Anfang. Also ich bin so alt, dass mich das stört, gell? Ja. Nehmen Sie mal an, den größten Beschleuniger auf der Welt, das CERN in Genf. Also ich vergesse immer, wie groß der ist. Ich glaube, 15 Kilometer Durchmesser oder so. Stimmt das? In dieser Größenordnung? Gell? Ah, so, gut, 30 Kilometer. Jedenfalls ist der so groß wie eine mittelprächtige Stadt. Das ist das sind eine Riesenrohre, die gebogen sind. Die werden auf, was weiß ich, 200 Grad runtergekühlt. Kostet ein Schweinegeld, die so zu kühlen. Das sind ganz starke Magnete. Und da schießen die jetzt geladene Teilchen fast mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander und gucken, was passiert. In dieses Rohr können sie nicht mehr reingucken. Sie wissen gar nicht mehr, was für Objekte sie haben, sondern was sie haben, sind irgendwelche Messergebnisse auf dem Computerbildschirm. Ja, was wissen Sie dann, was Sie eigentlich untersuchen? Also das ist ungefähr so, als würde ich von einem Menschen sagen, er wiegt so viel, er ist so und so groß, er hat blaue Augen, solche Eigenschaften, aber weiß ich dann, was das für ein Mensch ist? In dieser Situation ist der Physiker. Er weiß gar nicht mehr, was allem zugrunde liegt, ist ihm auch wurscht. Hauptsache die Rechnungen stimmen. Aber wenn das so ist, dann kann ich von der modernen Physik keinen Ontologieanspruch mehr stellen. Und wenn man guckt, welche Ontologien die entwickeln, welche Begriffe von Realität, dann stimmen die hinten und vorne nicht mehr überein. Das heißt, die besten Fachleute auf der Welt, die besten Physiker, wissen nicht mehr das Was. Die Was-Frage können die gar nicht mehr beantworten. Aber dann ist es ja abstrus zu sagen, die Materie als letzte tragende Größe ist das, woraus sich die Welt zusammensetzt. Das ist einfach eine Wunschvorstellung, die nicht stimmt. Ich komme zum zweiten Prinzip, zum Supervenienzprinzip. Dieses Prinzip heißt also, wenn die Elemente eines Ganzen festgelegt sind, dann sind auch die Eigenschaften des Ganzen festgelegt. Die Elemente legen die höheren Eigenschaften fest. Dafür gibt es Beispiele. Das ist manchmal der Fall. Ich mache jetzt mal ein Beispiel aus der kinetischen Gastheorie. Auch das hätten Sie in der Schule gelernt haben sollen. Wenn Sie es nicht haben, dann erkläre ich es jetzt. Also, Sie haben folgenden Fall. Sie haben einen Zylinder.
Der hat einen Deckel und da ist ein Gas drin. Und das Gas hat einen gewissen Druck und eine gewisse Temperatur. So. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommen Druck und Temperatur zustande? Das hat der Physiker Ludwig Boltzmann gemacht. Der hat gesagt, Druck und Temperatur sind eine zwingende Folge der Bewegungszustände der Moleküle, die das Gas zusammensetzen. Also, ich habe hier, wenn ich das runterzoome, dann sehe ich die einzelnen Moleküle und die haben ganz verschiedene Bewegungszustände, Geschwindigkeiten und so. Und jetzt hat man ausrechnen können, dass der Druck der mittlere Kraftstoß auf die Gefäßwände ist von diesen Molekülen und die Temperatur die mittlere kinetische Energie. Das heißt, ich habe ein mathematisches Verfahren, wie ich aus den Bewegungszuständen der Teile die Eigenschaften des Ganzen ausrechnen kann. Aber weil ich mit Mitteln arbeite, also mit statistischen Größen, nehme ich nicht mehr Bezug auf die einzelnen Bewegungszustände. Das läuft darauf hinaus, dass in diesem Raum ein und dieselbe Temperatur herrschen könnte, aber verschiedene Geschwindigkeitsverteilungen der Moleküle damit verträglich wären. Also ich habe verschiedene. Die führen alle zum selben Resultat. Das nennt man das Prinzip der multiplen Realisierbarkeit. Ein und dasselbe Resultat kann durch ganz verschiedene Mittel realisiert werden. Das heißt, im zweiten Gas sind vielleicht manche Moleküle viel schneller wie im ersten, aber dafür sind wieder andere langsamer und dann mittelt sich das aus. Der springende Punkt ist hier, Sie können notwendigerweise von unten nach oben schließen. Also, wenn Sie die Geschwindigkeitsverteilung haben, dann wissen Sie, können Sie vorhersagen, wie das Gas, welche Temperaturen, welchen Druck das hat. Aber Sie können umgekehrt nicht schließen. Also Sie können nicht von oben nach unten schließen, weil ein und derselbe Makrozustand durch verschiedene Makrozustände realisiert werden kann. Halten Sie fest, Supervenienz heißt, die Basis legt den Überbau fest. Wir können von der Basis eindeutig auf den Überbau schließen. Solche Verhältnisse gibt es oft, wenn es Hierarchien gibt, aber sie sind nicht überall erfüllt. Das Supervenienzprinzip ist für den Materialisten ein allgemeines Naturgesetz. Er muss unterstellen, dass das überall gilt, weil sonst die höheren Stufen geistige Eigenständigkeit haben können und das will er ja vermeiden. Er will ja rein materialistisch vorgehen. Wir haben darüber schon manchmal so nebenbei gesprochen, über die Theorie, dass das Gehirn den Geist festlegt. Das wäre so ein Supervenienzverhältnis. Sie vertreten die These, wenn unser Gehirn in einem bestimmten Zustand ist, dann muss auch der Geist notwendigerweise in einem Zustand sein. Das werde ich jetzt mal nach USA melden, dem Obama und seinem Geheimdienst, weil die sollen überwachen uns ja. Aber das ist ein Dreck dagegen gegenüber dem, was kommen würde, wenn die These richtig wäre. Dann würde ich denen raten, Gehirnscanner zu bauen, wo man auf die Entfernung die Gehirnzustände von Individuum einscannen kann. Dann weiß man, was die denken und was die empfinden. Ist doch viel besser, nicht? Also da ist die Überwachung jetzt ja ein Dreck dagegen. Also die sollen in Satelliten riesen Scanner einbauen und die gesamte Menschheit durchscannen. Dann findest du die Terroristen findest du sofort. Gut, okay. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber das ist die materialistische Vorstellung. Das Gehirn legt den Geist hinreichend fest. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass dieses Prinzip nicht überall erfüllt ist und dass es gravierende Gegeninstanzen gibt und dass wir keine Gründe haben zu glauben, dass in jedem Fall die Basis den Überbau festlegt. Nehmen wir mal Folgendes. Ich habe in Zürich, bin ich bei Swisscom angemeldet. Das hat den Vorteil, dass ich Fernsehsendungen auch in Nicht-Echtzeit angucken kann. Also ich kann immer 30 Stunden zurückblättern und die Sendungen angucken, die schon vor 30 Stunden gelaufen sind. Das ist immer nützlich, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die besten Sendungen morgens zwischen 12 und 1 kommen. Und weil die Masse die nicht sehen will und da gehe ich ins Bett. Und da kann ich die mir irgendwann mal abends um 10 Uhr angucken. So, da gucke ich die an und da klingelt das Telefon und dann kann ich auf Stopp drücken. Dann hält das Bild und nachher gucke ich weiter, wenn ich mit dem Telefon gesprochen habe. Ich gucke mir manchmal so ein Standbild an. Gehen Sie bei so einem Standbild nah an den Fernseher, dann sehen Sie einzelne Pixel. Sie sehen, dass das Bild nicht kontinuierlich ist, sondern diskret aus einzelnen Farbpunkten zusammengesetzt. Und jetzt gibt es die These der Materialisten,
dass die Einzelpunkte, also der atomistische Charakter des Bildes, seine Bedeutung festlegt. Also die These lautet, wenn die Pixel festgelegt sind, dann ist auch die Bedeutung des Bildes festgelegt. Und wenn ich das Bild ändern will in seiner Bedeutung, muss ich auch die Pixel ändern. Das halte ich für grottenfalsch, aus folgendem Grund. Nehmen Sie an, wir haben ein Bild, da sehen wir eine schöne Landschaft, so wie hier, mit irgendwelchen Laubbäumen. Wenn jetzt jemand ein Pflastertreter ist, der dauernd in der Stadt lebt, dann sagt er, ja, das sind Bäume, der sieht Bäume. Aber ich, der ich ein großer Naturverehrer bin, ich sehe eine Buche, eine Eiche, eine Esche, ein Ahorn und so weiter. Ich sehe verschiedene Bäume, der andere sieht die gar nicht. Je nach Voreinstellung sehe ich was anderes. Und das ist unaufhebbar. Wenn einer ein Förster wäre, der sich noch besser auskennt als ich, würde vielleicht sagen, naja, also die Verteilung der Laubbäume, die kommt in der oberrheinischen Tiefebene vor. Das Bild ist nicht aufgenommen worden in der Schweiz oder sowas. Das heißt, je nach Hintergrundwissen, je nach Vorstellung sieht jemand was anderes. Also das Gesehene superveniert nicht auf den Elementen. Und ich glaube, das gilt ganz allgemein für unsere Weltwahrnehmung. Immer wenn wir durch die Welt laufen, legt die Welt nicht fest, was wir denken, sondern wir interpretieren die Welt. Und die Welt hat so viele Aspekte, dass sie verschieden interpretierbar ist. Das heißt also, die Elemente legen unsere Erkenntnisse nicht fest und nicht die Bedeutung fest. Also wir haben verschiedene Ebenen und die sind verschieden interpretierbar. Es gab lang die Idee, dass die Eigenschaften eines Lebewesens, also der Bau und die Verhaltensweisen von Lebenswesen, auf den Genen supervenieren. Das war auch so eine These, die die Materialisten lange gehalten haben. Das hieße, deshalb sprechen wir ja von genetischem Programm. Das genetische Programm ist sozusagen die Blaupause, nach der die Lebewesen gebaut sind. Und deshalb hat man so einen Schiss gemacht um das Human Genome Project, weil man gesagt hat, wenn wir die Gene entziffern, dann wissen wir, was der Mensch ist. Das hat sich als falsch erwiesen, weil die Gene nur ein Element sind im Spiel des Lebens. Die Lebewesen sind wahnsinnig komplex. Die haben ganz verschiedene Ebenen, so wie ich es vorher angezeichnet habe. Da ist die fundamentale Ebene natürlich der Gene, aber dann gibt es höhere Organisationsebene schon in der Zelle und die wechselwirken alle. Da gibt es keine einseitige Kausalität. Das heißt, die Eigenschaften des Lebendigen supervenieren nicht auf den Genen. Mit einem Wort, es ist eine viel zu simple Vorstellung zu glauben, dass wenn wir die Basis verstanden haben, dass wir dann die höheren Stufen auch schon verstanden haben. Das ist das zweite Dogma des Materialismus. Ich komme jetzt zum dritten Dogma des Materialismus, zur kausalen Geschlossenheit der Welt. Ich nehme an, davon haben Sie auch schon gehört. Also es gibt Leute, die sagen, Gott kann nicht in die Welt eingreifen, weil da Kausalwirkungen immer stattfinden, wo eins das andere hinreichend bedingt. Und was soll der liebe Gott da noch machen? Der kommt ja gar nicht dazwischen, der kriegt keinen Fuß dazwischen. Oder manche bestreiten, dass menschenfreie Wesen, mir ist es heiß, ich darf das ausziehen, hä? Gell? Manche Menschen bestreiten, dass Menschen freie Wesen sind. Und sie bestreiten das mit demselben Argument. Sie sagen, wenn ich frei wäre, dann könnte ich aufgrund von Zielvorstellungen, die ich frei gewählt habe, auch frei in die Materie eingreifen und meine Zwecke realisieren. Und weil aber die materielle Welt kausal geschlossen ist, kriegt mein Geist kein Bein dazwischen und ich bin determiniert durch die Weltzustände. Also das wäre auch eine Argumentation, die man sehr oft hört. Jetzt finde ich das sehr lustig. Es wurde ja vorher gesagt, dass ich auch Physik studiert habe. Und mich hat schon sehr früh fasziniert, dass die Materialisten sich immer auf die Physik berufen und dass der Materiebegriff in der Physik überhaupt nicht vorkommt. Kommt in keiner einzigen Theorie vor. Und das Resultat habe ich Ihnen vorher genannt, dass die Physiker gar nicht mehr wissen, was sie untersuchen, geschweige denn, dass sie auf eine Materie als ontologische Grundlage zurückgreifen könnten. Aber es ist noch schlimmer, der Begriff der Kausalität kommt in der Physik nirgends vor. Das heißt, wenn Sie der Meinung sind, dass der Weltprozess kausal geschlossen ist, können Sie sich nicht auf die Physik
berufen. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen, woran Sie das erkennen können. Ich schreibe wieder so eine ganz einfache Gleichung hin, das zweite Newtonsche Axiom. Das werden Sie vielleicht auch kennen. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Haben Sie ja wohl mal gehört. Hier. Man schreibt es immer Englisch an. Force gleich Mass times Acceleration. Der Zusammenhang ist völlig simpel. Sie haben irgendeinen Karren, der auf der Straße steht. Sie üben eine Kraftwirkung aus und dann beschleunigt der Karren. So. Das legt die Vermutung nahe, dass die Kraftwirkung die Ursache ist und die Beschleunigung die Ursache und die Beschleunigung die Wirkung. Also scheint das wie ein kausaler Prozess zu sein. Also, so hat es Newton übrigens schon beschrieben. Das ist die Ursache und das ist die Wirkung. So, jetzt ist es aber so. Die Damen haben sich vorher abgemeldet. Die gehen nicht aus Protest, sondern weil sie müssen. Also sie müssen nach Hause. Hier ist es so, wenn Sie sagen, die Kraft ist die Ursache und die Beschleunigung die Wirkung, dann haben Sie ein asymmetrisches Verhältnis gesetzt. Ursache und Wirkung vertauschen niemals ihre Rolle. Wenn A Ursache von B ist, ist niemals B Ursache von A. Das ist asymmetrisch. Die Gleichung ist aber symmetrisch. Das heißt, die Gleichung enthält keine Kausalität. Man kann sie so interpretieren. Wenn wir eingreifen, dann sind wir ja kausale Agenten, aber drin steckt es nicht. Also, wir haben keine Kausalität in der Physik. Und das heißt, wir können die kausale Geschlossenheit der Welt schon allein deshalb nicht auf die Physik reduzieren. Ich habe, also wie vorher erwähnt wurde, gerade ein Buch geschrieben und da viel über dieses Prinzip nachgedacht und gelesen. Und da gibt es stapelweise Literatur. Was ist eigentlich Kausalität? Ich sage Ihnen, keine zwei Autoren haben denselben Begriff von Kausalität. Da gibt es also die abstrusesten Konzepte, aber niemand weiß so recht, was es ist. Ich bin zum Schluss gekommen, dass Kausalität mit Naturwissenschaft direkt gar nichts zu tun hat, sondern Kausalität ist etwas, was wir aus dem praktischen Leben kennen. Also, wenn ich das Mikrofon hochtue, weil es mir zu tief ist, dann greife ich kausal in die Welt an. Ich habe ein Motiv, ich verändere etwas in der Welt und das ist die Urform von Kausalität. Und in der Natur, da interpretieren wir die Natur in Analogie zu sowas. Aber der Ursprung ist nicht die Natur oder die Naturwissenschaft von Kausalität. Und deshalb ist die kausale Geschlossenheit nichts wert. Wenn ich auf Tagungen bin und jemand hantiert da mit dem Kausalitätsbegriff rum und tut so, als wüsste er, was das ist, dann gebe ich ihm immer Beispiele und dann liegt er sehr schnell auf der Matte. Und zwar frage ich ihn zum Beispiel, ist der Zufall eine Ursache? Kann der Zufall eine Ursache sein? Wenn Sie der Meinung sind, dass Ursache-Wirkungszusammenhänge durch Naturgesetze bedingt sind, kann der Zufall keine Ursache sein, weil der folgt ja keiner Regel. Aber wir sprechen ganz oft vom Zufall als Ursache. Zum Beispiel die Mutationen in der Natur sind die Ursache dafür, dass wir so eine farbige Natur haben. Oder wenn Sie einen Geigerzähler haben und Sie haben einen radioaktiven Stoff und der macht Klick, dann ist das ein Zufallsereignis. Aber wir würden doch immer sagen, dass der Zerfall eines radioaktiven Atoms die Ursache für das Klicken im Detektor ist. Das heißt, wir verwenden den Ursache-Wirkungsbegriff also völlig verschieden und der ist nicht kohärent. Und die Materialisten sagen, Ursache, die Kausalität ist der Zement des Universums. Also wenn man früher gesagt hat, die Einheit der Welt wird durch Gott garantiert und der steckt hinter allem und macht all das, alles aufeinander hingeordnet ist und seine Ordnung und seinen Zusammenhang hat, so sagt der Materialist, Kausalität ist der Zement des Universums und hält alles zusammen. Aber der bröckelt stark, dieser Zement, weil er nämlich aus ganz verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Also das kann es nicht sein. Ich möchte jetzt ein Gedankenexperiment machen, um zu zeigen, dass diese kausale Geschlossenheit der Welt nicht aus der Naturwissenschaft stammt, sondern dass sie ein Prinzip ist, das man gar nicht widerlegen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Alles, was Bedeutung hat in den Erfahrungswissenschaften, muss widerlegbar sein. Es muss falsch werden können. Was nicht falsch werden können, kann auch nicht wahr sein.
Und ich glaube, dass das Prinzip der kausalen Geschlossenheit der Welt gar nicht falsch werden kann. Also ich bin da oft auf Kongressen, da sind solche Naturalisten und dann frage ich die, was könnte eigentlich eure Weltanschauung widerlegen? Wie müsste denn die Welt aussehen, dass eure Theorie falsch werden kann? Da fangen die an zu schimpfen und sagt, ja, ihr Christen seid doch genau gleich. Die Welt kann sein, wie sie will, ihr glaubt immer an einen guten Gott. Dann sage ich, ja eben, das ist ein Glaube. Aber der Materialist tut so, als wäre das eine Wissenschaft. Und ich glaube, er hat auch einen Glauben. Dann sagen die mir immer, ja, wenn es Klopfgeister gäbe, wenn es Psi-Phänomene gäbe, wenn es Spuk gäbe, dann wäre der Materialismus falsch. Also mit anderen Worten, wenn Harry Potter wahr wäre, wenn es Hogwarts Castle gäbe, wenn es da Nearly Headless Nick oder wie diese Geister heißen, wenn es die gäbe und wenn die da poltern und wenn man das feststellen könnte, dann wäre der Materialismus falsch. Ich bin der Meinung, dass es sich nicht so verhält. Und um das zu zeigen, habe ich ein Gedankenexperiment gemacht. Habe ich mir vorgestellt, was wäre denn der Fall, wenn es ein Schloss gäbe, in dem es nächtens spukt. Also, wir haben ein verwunschenes Schloss im Spessart und da spukt es. Und in der Nähe ist eine Kneipe, wo man auch übernachten kann und die Leute kommen und gehen da nachts rein, um sich zu gruseln und da gruselt es dann wirklich und dann haben sie sich schön gegruselt und gehen wieder nach Hause. Und die Wissenschaftler sagen nach einiger Zeit, wir gehen dem jetzt nach. Wir finden dazu eine natürliche Erklärung. Dann geht eine Gruppe von Wissenschaftlern von der Universität Stuttgart, geht dahin und die untersuchen das und machen die erste Hypothese. Hypothese 1. In diesem Schloss da poltert es deshalb, weil das geologische Gründe hat. Also das Schloss steht auf Kontinentalplatten, die sich aneinander reiben und dann pumpert es halt. Also untersucht der Geologe, der untersucht diese tektonischen Platten und kommt zu dem Schluss, dass das nicht die Ursache sein kann. Dann machen sie eine neue Hypothese. Sie sagen, naja, vielleicht ist es so, dass eine Gegend, wo es immer wieder starke Winde gibt und die üben Druck auf die Wände aus und dann krachen die und das ist das Poltern. Dann machen sie eine Korrelation zwischen der Windgeschwindigkeit, stellen so ein Ding da auf, wo man das messen kann, und Mikrofone und dann merken sie, es ist keine Korrelation zwischen Wind und Poltern. Wieder nichts, machen sie eine neue Hypothese. Sie sagen, ja, altes Gemäuer, da dringt Wasser ein, das erzeugt irgendwelche Risse und nach einiger Zeit krachen die. Und dann stellt sich raus, die Mauern sind absolut dicht. Das kann es nicht sein. Also ich kann so ewig weitermachen. Ich mache nur noch ein Beispiel. Es könnte sein, einer wäre clever und würde sagen, das ist ein Artefakt. Der Wirt von der Kneipe, der will Kunden anziehen und der hat da irgendwelche Tonbänder laufen, die das Poltern erzeugen. Und das ist ein Werbetrick. Aber man findet das nicht. Was würden in so einem Fall die Naturwissenschaftler sagen? Würden die an der kausalen Geschlossenheit der Welt zweifeln oder würden sie zugeben, dass da Poltergeister sind? Nie und nimmer. Und sie hätten keine Veranlassung, das zu sagen. Sie würden sagen, naja Gott, jetzt haben wir da keine materielle Ursache gefunden, wir sind aber sicher, dass es sie gibt. Und jetzt geht uns das Geld und die Geduld aus, wir haben keine Lust, wir haben Besseres zu tun, wir lassen das auf sich beruhen. Aber wir sind immer noch der Überzeugung, dass materielle Wirkungen durch materielle Ursachen hervorgebracht werden. Das heißt, das Prinzip der kausalen Geschlossenheit der Welt ist empirisch nicht widerlegbar. Es gibt keine Falsifikationsinstanzen. Und das kommt daher, dass dieses Prinzip eine Forschungsmaxime ist und kein ontologisches Prinzip. Das ist eine Unterscheidung, die ich Ihnen gern beibiegen will. Also ich hoffe, ich mache mich nicht unmöglich, weil das sind so Grundsatzüberlegungen, die sind nicht sehr populär, wie gesagt. Aber wenn Sie es mal kapiert haben, können Sie eine Menge Fehlschlüsse analysieren und Schiefheiten in der heutigen Diskussion damit auf den Punkt bringen. Es lohnt sich, das zu tun. Also, es gibt zwei verschiedene Sorten von Urteilen, die ganz andere Eigenschaften haben. Wenn Sie ein Faktenurteil haben, also wenn Sie sagen, in diesem Raum ist es jetzt stickig und warm, was ich so empfinde, dann ist das ein Urteil, was entweder wahr oder falsch ist. Und das kann man überprüfen. Man kann die Luftfeuchtigkeit messen, die Temperatur, und dann kann man sagen, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Alle faktischen Urteile können wahr und falsch sein, sie können also auch widerlegt werden. Forschungsmaximen, insgesamt Maximen, Sollensansprüche können nicht widerlegt werden. Also, wenn ich sage, du sollst nicht lügen
Und ein anderer kommt, was soll da heißen, du sollst nicht lügen, die Menschen lügen wie das Gedruckte, also das ist ja furchtbar, warum soll ich da nicht lügen? Dann ist das kein Argument, weil die Forderung, du sollst nicht lügen, hängt nicht davon ab, ob die Menschen das tatsächlich tun oder nicht, sondern sie hängt davon ab, ob sie vernünftig ist. Du sollst nicht lügen, ist ein vernünftiges Prinzip, weil eine Gesellschaft, in der dauernd gelogen wird, ist keine, in der wir gern leben würden. Also habe ich Gründe zu sagen, das ist eine gute Maxime, die ist begründbar, aber empirisch testbar ist sie nicht. Kein Sollensgesetz ist empirisch testbar oder widerlegbar. Und das Prinzip der kausalen Geschlossenheit der Welt ist ein Sollensprinzip. Es ist ein Prinzip, was eine Forderung stellt an den Wissenschaftler. Also, der Naturwissenschaftler soll, wenn er ein Phänomen hat, ein materielles Phänomen hat, dann soll er die hinreichenden Bedingungen suchen, die dazu führen, dass das eintritt. Wenn er die nicht findet, dann findet er sie halt nicht. Aber dann wird er nicht an seinem Prinzip irre, das habe ich ja gerade gesagt. Also, es gibt Eigenschaften, also Vorstellungen und Motive, die sind unwiderlegbar. Aber das hat zur Folge, dass sie über Ontologie, über die Realität gar nichts aussagen. Es ist unsere Weise, an die Natur ranzugehen. Und das wird in der Naturwissenschaft oft verwechselt. Dass wir unsere Prinzipien haben, wie wir die Natur deuten, und dann glauben wir, die Prinzipien würde die Natur selber in sich bestreiten. Das haben ja Lehrer vorher auch schon gesagt, dass wir da nicht vorschnell ontologisieren dürfen. Die Natur ist größer als alles, was wir von ihr denken und was wir von ihr erforschen können. Und wir können nie sicher sein, dass wir alle Inhalte der Natur in unseren Formeln auffangen. Die kann noch ganz andere Eigenschaften haben. Das heißt, der Materialismus ist entweder falsch, dann nämlich, wenn man ihn ontologisch nimmt, oder er ist richtig, aber dann ist er nur eine Voraussetzung. Dann ist er etwas, was wir an die Natur herantragen, um bestimmte Resultate zu erzielen. Und die Natur kann ganz andere Eigenschaften haben. Die Natur könnte zum Beispiel auch Schöpfung Gottes sein. Durch die Naturwissenschaft wird nicht ausgeschlossen, dass Gott mit der Welt was will. Das lässt sich aus prinzipiellen Gründen nicht ausschließen. Also, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob wir Christen sein wollen oder nicht sein wollen, dann ist die Naturwissenschaft nicht die richtige Instanz, um eine solche Entscheidung zu treffen. Auf der Ebene kann die prinzipiell nicht getroffen werden. Wir können von der Naturwissenschaft die Religion kritisieren, insofern sie irgendwelche abergläubischen Vorstellungen transportiert. Also das ist ja geschehen. Also wenn der Galilei uns sagt, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, dann wird ein bestimmtes Bibelverständnis dadurch kritisiert. Und zwar zu Recht, wenn man glaubt, die Bibel wird das Gegenteil behaupten. Und da haben die ja Christen ja auch viel gelernt. Aber sie können die Schöpfungsaussagen prinzipiell von der Naturwissenschaft her weder verifizieren noch falsifizieren. Die liegen auf einer anderen Ebene. So, jetzt möchte ich das jetzt mal auf sich beruhen lassen und zum Schluss kommen. Also, wenn wir jetzt der Meinung sind, dass die Naturwissenschaft zwar zu unserem Weltbild beiträgt und auch eine kritische Instanz gegenüber dem Glauben haben kann, dass sie aber letztlich über die Frage, gibt es Gott oder nicht Gott, keine Entscheidung hat, wo fällt dann die Entscheidung? Die Entscheidung fällt meiner Ansicht nach bei existenziellen Fragen. Darauf bezieht sich die Offenbarung. Positiv könnte die Entscheidung fallen, wenn sie Erfahrungen der Liebe, der Schönheit, der Gerechtigkeit oder der Vergebung machen. Solche Erfahrungen könnten Ihnen nahelegen, dass es einen guten Gott gibt, weil Sie sagen, es muss eine Quelle dieses Positiven geben. Also man sagt ja immer, es gibt so viel Böses in der Welt und dann können wir nicht an Gott glauben, aber es gibt doch auch viel Gutes. Und Sie müssen ja alles berücksichtigen. Und es könnte sein, dass das Gute Sie zur Schlussfolgerung führt, dass das in Gott seine Verankerung hat. Aber dagegen spricht das Theodizee-Problem. Und das war ja der Inhalt also dieser zwei Tage, die hier stattgefunden haben. Ich möchte jetzt noch was über das Theodizee-Problem abschließend sagen, weil das ist wirklich der größte Hammer. Das ist der Fels des Atheismus. Und dem muss man sich wirklich auseinandersetzen. Das ist wirklich so. Also der Herr Rommel vertritt ein bisschen eine andere Position. Ich bin am Theodizee-Problem verzweifelt. Ich habe mich viel damit beschäftigt, ich habe die Schnauze voll. Das funktioniert nichts. Ich glaube nichts mehr, kein Wort glaube ich mehr. Das Theodizee-Problem ist für mich kein theoretisches, sondern ein praktisches Problem. Vertraust du auf Gott oder lässt es bleiben?
wir sind frei, das zu tun. Und ich habe keinerlei Garantie, intellektuelle Garantie, dass mein Glaube nicht ins Leere geht. Der Glaube ist ein Vertrauen und entweder man bringt das Vertrauen auf oder man lässt es halt bleiben. Wir haben diese Wahl. Und über die Frage, wie Gott das Böse zulässt, da kriege ich Probleme, wenn ich wie neulich mal schwer operiert werden muss. Aber das ist ein existenzielles Problem, kein intellektuelles für mich. Ich fange da nicht an zu philosophieren. Aber das ist jetzt meine Meinung einfach. Nur Folgendes. Heute hören Sie ganz oft, dass die Lösung des Theodizee-Problems die ist, Gott abzuschaffen. Ja klar, wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keinen guten Gott und dann gibt es keinen Gegensatz mehr zu dem Bösen und Schlechten in der Welt und dann ist man das Problem los. Es wurde aber schon darauf hingewiesen, dass man sich ein anderes Problem dann einhandelt. Also Sie kommen nicht zum Nulltarif da wieder raus. Wenn Sie sagen, es gibt keinen Gott und deshalb brauche ich auch das Böse in der Welt nicht sozusagen wegzuerklären oder irgendwie, dann verschwindet das Böse ja nicht. Das bleibt ja immer noch eine bedrückende Realität, auch für den Atheisten. Und dann kriegt er folgendes Problem, und darum beneide ich ihn absolut nicht. Er kriegt das Problem, dass er die Frage nach der Gerechtigkeit der Opfer der Geschichte nicht mehr beantworten kann. In der Geschichte gibt es, und darauf wurde auch schon hingewiesen, gibt es einfach solche Grausamkeiten, das ist einfach erschreckend und erdrückend. Ich war mal in Auschwitz, also wir alle haben ja mitgekriegt, was da in den KZs passiert ist. Aber wenn Sie an der Rampe stehen, ist es noch mal was anderes. Also da setzt das Gehirn aus, man kann es nicht begreifen. Man kann es nirgends einordnen, was da passiert ist. Wenn ich jetzt ein Atheist bin, dann muss ich realistischerweise damit rechnen, dass ich das immer wiederholen könnte. Es ist nicht so, dass die Menschheitsgeschichte auf immer mehr Humanität hinausläuft und dass wir irgendwann einmal solche Katastrophen nicht mehr haben müssten. Und selbst wenn es der Fall wäre, was hilft es denen, die da kaputt gemacht werden? Also, der Atheist muss glauben, dass die Opfer der Geschichte keine Gerechtigkeit erfahren. Das heißt, dass Hitler letztlich dasselbe Schicksal hat wie seine Opfer. Die zerfallen gleichermaßen zu Staub und das ist das letzte Wort. Das finde ich eine ungeheuerliche Vorstellung. Und ich glaube nicht, dass man diese Vorstellung verkraften kann, ohne zynisch oder abgestumpft zu werden. Ich sehe gar nicht, wie man diese Vorstellung verkraften können soll. Faktisch machen wir das einfach so, dass wir uns nicht drum kümmern. Gell? Uns geht's ja gut hier. Also wir haben genug zu essen, wir haben eine gute medizinische Versorgung, wir haben alles, was wir im Prinzip brauchen und so, wir haben einen liberalen Staat und dann geht es uns gut, dann brauchen wir uns über diese Dinge keine Gedanken zu machen. Aber das ist natürlich provinziell sowas. Gucken Sie mal weltweit, wie viele Menschen auf der Welt prozentual haben diese wunderbaren Voraussetzungen und Bedingungen, die wir haben. Also es gibt über 1 Milliarde Chinesen, die leben in einer ganz brutalen Diktatur. Und wenn Sie mal gucken, was da alles passiert, es ist grauenvoll. Wir haben keine Garantie, dass sowas nicht bei uns auch wieder eintreten könnte. Ich bin da nicht so optimistisch, weil wenn bei uns, nehmen wir mal an, die Chinesen machen immer weitere Fortschritte, die dominieren die ganze Weltwirtschaft, das ist bald der Fall, dann wollen sie auch bestimmen, was in unseren Zeitungen steht. Das kannst du erwarten. Und weil wir mit denen Handel treiben wollen, geben wir nach. Das machen wir jetzt schon. Das heißt, die Liberalität, die wir heute haben, die Freiheit des Staates, die Demokratie, die sind immer gefährdet. Und die Barbarei könnte morgen wieder ausbrechen. Und wenn man das sich überlegt, dann könnte man richtig depressiv werden. Der Glaubende, der vertraut auf Gott, dass Gott selbst dann noch einen Weg weiß. Der Nichtglaubende, der muss diese Depression an sich ranlassen und wie er damit umgehen will, das weiß ich nicht. Also, das ist der Schluss von dem, was ich sagen wollte. Sie haben keine Möglichkeit, aus dem Theodizee-Problem rauszukommen, ohne irgendwelche Federn zu lassen. Das haben wir gesehen, der Christ muss da Federn lassen, aber der Atheist genauso. Sie haben die Wahl, was für Sie eine sinnvollere Existenzform ist. Und das ist ja der Sinn dieser Schülerfortbildung hier, dass Sie lernen, über solche Grundfragen nachzudenken und sie bewusst zu reflektieren. Jeder Mensch hat ja eine Weltanschauung, oft kommt sie aus dem Bauch. Es ist aber, wie ich sagte, nicht schlecht, das Gehirn einzuschalten. Und da wollte ich jetzt beigetragen haben. Dankeschön.